Heute geht es darum, wie man vom Neuen geboren werden kann und wie Nikodemus das verstanden hat, was die Evangelien uns nicht sagen. Wir kennen alle von uns Nikodemus, die Geschichte von Nikodemus im Johannesevangelium. Da geht es darum, dass Nikodemus zu Jesus kommt, abends im Gespräch, in der Dunkelheit. Er ist ein Teil des Sanhedrins im Hohen Rat, da sage ich gleich noch was zu. Und er kommt zu Jesus und spricht mit ihm heimlich, damit es keiner mitbekommt. Und Jesus sagt ihm, er soll von Neuem geboren werden. Aber bevor wir darüber hinkommen, was ist Neugeburt und wie kann man überhaupt neu geboren werden, frage ich erstmal, gibt es überhaupt Texte oder woher wissen wir, dass Nikodemus auch wirklich existiert als historische Figur? Und es gibt im Talmud tatsächlich eine Stelle, wo Nikodemon ben Gurion, also ein griechisches Nikodemon, benutzt worden ist. Und er soll angeblich gelebt haben zu der Zeit des zweiten Tempels und zu seiner Zerstörung. Und er soll quasi ein sehr reicher Mann gewesen sein, weil dieses Nikodemon ist ein reicher Mann, der viel Hab und Gut hat. Und er soll auch Teil des Sanhedrins gewesen sein, des Hohen Rates. Und das lesen wir auch in Johannes 57. Das wird da nochmal bestätigt. Also ein Rabbi, ein reicher Mann, der in der Zeit des Tempels gelebt hat. Und jetzt ist es interessant, dass wir verschiedene Perspektiven haben von Nikodemus, was er für ein Typ ist. Aber darüber wollte ich heute gar nicht mit euch sprechen, wie Nikodemus aufgebaut ist, was für einen Charakter er hat. Da gibt es verschiedene Perspektiven und Texte, die über ihn berichten. Heute will ich über eine ganz genaue Perspektive sprechen, weil wir kennen ja alle die Wiedergeburt. Im Hinduismus kennen wir die Wiedergeburt oder wir kennen das, wenn jemand sagt, ja, ich fühle mich wie von Neuem geboren. Wie ist das eigentlich in den Evangelien gemeint, wenn Nikodemus mit Jesus spricht? Was sagen uns die Evangelien eigentlich nicht? Und da lesen wir Folgendes. Wir lesen mal in Johannes 3, 1 bis 4. Da steht Folgendes. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Ja, merken wir hier Pharisäer, das wird später nochmal wichtig. Und auch Oberster der Juden, dass er im Hohen Rat war. Und das lesen wir später nochmal. 2. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen im Hebräischen. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Und hier, darauf will ich hinein. Er sagt nicht, wie kann ein Mensch neu geboren werden, sondern er sagt, wie kann ein Mensch neu geboren ist, wenn er alt ist? Wie kann er dann neu geboren werden? Warum? Das ist nämlich jetzt ganz interessant. Es gibt nämlich verschiedene Arten der Wiedergeburt, die Nikodemus durchlaufen hat, die er auch als Jude durchlaufen haben muss, um seinen Stand zu bekommen. Und er denkt sich, ich habe jetzt eigentlich alles schon. Jetzt kommst du und sagst mir hier, ich soll noch was anderes haben. Und deswegen lassen wir uns mal gucken, was er sich da gedacht hat. Welche Arten von Neugeburt er sich gedacht hat. Das erste ist, dass man, wenn man Nachfahre Abrahams ist, da ist es so, da braucht man nicht neugeboren werden. Aber wenn man Heide ist, also nicht Nachfahre Abrahams ist, und dann, also eine Proselytentaufe, man bekehrt sich zum Judentum, und dann ist es so eine Art Neugeburt. Man wird von Neuem geboren. Das hat Nikodemus nicht, weil er ist als Jude geboren. Er braucht keine Proselytentaufe, er braucht sich nicht bekehren. Das heißt, diese Taufe oder diese Neugeburt hat er nicht, braucht er auch nicht. Die nächste Neugeburt ist, wenn er König wird. Wenn man zum König gesalbt wird, gilt das auch als Neugeburt. Auch das hat er nicht. Er muss nicht neugeboren werden, er ist nicht König, aber auch diese Neugeburt hat er nicht und er braucht er auch nicht. Aber die schließt er natürlich auch aus, wenn er sagt, wenn er alt ist, wie soll ich jetzt zum König gesalbt werden? Und jetzt kommt zum nächsten Schritt der Wiedergeburt. Die nächste Art von Neugeburt ist die Bar Mitzwa. Das nennt man Sohn des Gebotes. Das ist im 13. Lebensjahr eines jüdischen Jungen und die Bat Mitzwa ist bei 12 Jahren bei einem Mädchen. Und wenn man das durchlaufen hat, die Bar Mitzwa, dann ist man Teil der Synagoge und darf man auch beim Gottesdienst mitmachen und man gehört dann auch dazu, zu den sogenannten 10 Leuten, die man braucht, um in der Synagoge mitzufeiern und man Gottesdienst überhaupt haben kann. Da geht es um Abraham und die Geschichte, das mache ich mal noch ein andermal.
mit 13 durch die Bar Mitzwa ist man wieder von neuem geboren. Man ist neu geboren als religiöses Wesen. Vorher sind die Eltern verantwortlich für deine Sünden. Und ab 13 mit der Bar Mitzwa bist du selbst verantwortlich. Das heißt, du bist als religiöses Wesen neu geboren. Das hat Nikodemus auch hinter sich. Da fragt er sich, von neu geboren, wie geht das, wenn man alt ist? Er hat das doch schon alles. Die nächste Neugeburt ist die als Ehemann. Wenn man geheiratet ist, dann wird man neu geboren als Ehemann. Woher wissen wir, dass er verheiratet ist? Weil er Pharisäer war. Und als Pharisäer, und dann irgendwann hochzukommen, musste man heiraten. Und man, das Heiratsalter ist zwischen 14 und 30 Jahre in der Antike. Und da sehen wir, dass er unbedingt verheiratet gewesen sein musste. Um ein Pharisäer zu sein, um Hohen Rat zu sein, muss er geheiratet sein haben. Warum? Weil es einer der wichtigsten Gebote ist oder mit zu den wichtigsten Geboten gehört, dass man als Mann für die Fortpflanzung verantwortlich ist. Das heißt, in der Antike, im Judentum, ist es nicht so, dass die Frau für die Fortpflanzung verantwortlich ist, sondern der Mann. Das ist eine der Mitzwa, einer der Gebote, die er machen muss. Deswegen als Pharisäer wissen wir, dass er verheiratet war und diese Hochzeit, die Hochzeit als Ehemann, ist auch eine Neugeburt. Und jetzt kommt das Nächste. Als Rabbi, wenn man als zum Rabbiner ordiniert wird oder zum, als Rabbi gilt, dann muss man auch vom Neu geboren werden. Wie, woher wissen wir, dass er Rabbiner war? Weil er Mitglied im Sanhedrin war. Und im Sanhedrin muss man Rabbi sein. Und das heißt, er hat eine Ordination bekommen zum Rabbiner. Das Wort Rabbi kommt von dem hebräischen Wort Harbe. Harbe heißt viel und ein Rabbi ist sozusagen jemand, der viel weiß. Und dadurch sehen wir, dass er die nächste Wiedergeburt oder Neugeburt schon hatte. Das heißt, er ist auch Rabbi gewesen. Und jetzt kommt die letzte. Er ist nämlich auch Leiter einer Tora-Schule. Das lesen wir nämlich, wenn er sagt, du bist der Leiter der Juden. Hier ist es wichtig, sagt er, nicht ein Lehrer, sondern der Lehrer. Im Hebräischen Unterschied zwischen Rab und Rabban. Hier sehen wir, dass Nikodemus eine Tora-Schule leitet. Und wenn man als Tora-Schulenleiter handelt und lehrt, dann wird man dadurch wieder neu geboren. Das heißt, jetzt verstehen wir den Text. Ich lese ihn gerne nochmal vor, damit man versteht, was er sagt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus, Vers 4, spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Das heißt, er kennt alle Neugeburten, er kennt das alles, er hat schon alles gemacht. Von der Bar Mitzwa bis hin zur Toraschule hat er alles durch, er ist schon so oft neu geboren. Und jetzt fehlt da noch was? Und jetzt kommt Jesus und sagt, ja, von neu geboren, durch Wasser hindurch geboren werden. Und das ist die Taufe, das ist, wenn man Christus erlebt und ein Wandel in dem Leben stattfindet. Wenn Jesus den Menschen beseelt, wenn man von Christus erfüllt wird, dann entsteht eine Neugeburt. Dann er wird dein Chef in meinem Leben. Er verändert was. Die Perspektive wird sich verändern. Und man ist auf Christus hin ausgerichtet. Wir sind nicht bibeltreu, nein. Wir sind Jesus treu. Und das ist das Interessante. Durch Jesus Christus verändert sich was Neues und man wird von Neuem geboren. Und deswegen hat Nikodemus das nicht verstanden, was Jesus hier meint. Bis bald.